abrundeten seit gestern einen Verlustpunkt hinter der Spitze. Jörg von Torra aus dem Bremer Weserstadion, entschuldigen Sie, Werder gegen Borussia Mönchengladbach. Die Borussen marschierten ziemlich gelassen ins Weserstadion. Immerhin hatten sie auswärts bisher schon 8 Punkte geholt und so etwas schafft Selbstvertrauen. 33.000 Zuschauer, eine Kulisse, die etwa um 12.000 über dem bisherigen Schnitt liegt. Und das Publikum sah das, was ich schon unter der Woche angedeutet hatte. Uli Borowka kam bei Gladbach mal wieder in die Mannschaft als Sonderbewacher für Rudi Völler. Das Spiel fing ganz langsam an. Beide Teams mit viel Respekt voreinander. Sie scheuten zunächst mal das Risiko. Keiner wollte dem anderen ins Messer laufen. Die erste Chance hatten die Gäste, die hier ganz in Weiß im Angriff sind. Lothar Matthäus, sein Schuss aus 30 Metern und Dieter Budenski. Gut wie immer. Dann erhielt Uwe Reinders die gelbe Karte, weil er den Ball unnötig mit der Hand gespielt hatte. Eine unüberlegte Aktion des ehemaligen Nationalspielers, denn das war seine 4. Verwarnung und damit hat er nun ein Spiel Pause. Werder übernahm nach 20 Minuten die Initiative, erarbeitete sich eine leichte Feldüberlegenheit, aber es fehlten in dieser Phase die spielerischen Elemente. Rigobert Gruber als Vorstopper heute sehr gut, dann Okudera. Sein Zusammenspiel mit Rudi Völler, er setzt sich einmal ab von Borowka, die erste Tormöglichkeit für die Gastgeber. Völler hatte es schwer gegen Borowka, er wurde extrem eng genommen. Gladbach keineswegs nur auf die Defensive beschränkt, die Mannschaft in der Spielanlage zumindest ebenbürtig und die Spitzen waren immer gefährlich. Wie hier Frank Mill. Libero Bruno Petzai kann klären, den folgenden Eckstoß können wir uns schenken. Auf der anderen Seite dafür aber Freistoß für die Bremer und bei solchen Standardsituationen haben sie immer was parat. Diese Variante sieht etwas verunglückt aus, aber der Ball bleibt in der Gefahrenzone. Und da wird Rudi Völler von Fronzek ein wenig hart bedrängt, er kommt zu Fall, protestiert auch sofort, aber Schiedsrichter Brückner lässt weiterspielen. Und das gibt den Gladbachern sofort die Gelegenheit zum Konter. Wieder Frank Mill. Sein Schuss an den Pfosten. Mill machte heute ein sehr gutes Spiel. Man merkt, dass Vertragsverhandlungen anstehen werden. Doch trotz dieser Chancen, die Partie plätscherte ein wenig dahin. Vielleicht lag es auch daran, dass Werder sich noch nicht von den 120 Pokalminuten auf schwerem Boden in Aachen erholt hatte. Auf alle Fälle wirkte Gladbach frischer. Zwischendurch dieses Solo von Rudi Völler. Aber wenn Bremen Möglichkeiten hatte, dann resultierten sie aus Einzelaktionen. Otto Rehhagel verstand so langsam die Welt nicht mehr. Seine Mannschaft ließ sich vom Gegner zunehmend mehr beeindrucken. Werder spielte in dieser ersten Halbzeit ganz einfach unter Form. Und wieder die Borussen. Das ist Herlofsen, der Norweger. Dann Kraus, österreichische Staatsangehörigkeit, obwohl er vorher lange in Deutschland gelebt hatte. Und dann immer wieder schöne, schnelle Kombinationen. Ein Bremer half hier noch mit. Die ganz große Möglichkeit für Ewald Lienen vor der Pause. Budenski ist zur Stelle und rettet das 0:0. Das war dann auch der Halbzeitstand. Das Publikum etwas unmutig über diese 45 Minuten, die fast nur von der Taktik bestimmt waren. Nach dem Wechsel kam Frank Neubart für Okudera. Ein Wechsel, der sich auszahlte, denn Neubart entlastete Völler im Angriff und er war stets torgefällig. Die Partie jetzt ein wenig besser, es ging hin und her im Mittelfeld. Die Bremer versuchten zwar den Druck zu verstärken, aber Gladbach hielt dagegen. Neubart hier abgefangen und dann sofort wieder der Konter über Hannes. Auf Kraus, dann ein langer Pass. Lienen hat sich schön freigelaufen, seine zweite Möglichkeit und zum zweiten Mal rettet Budenski vor Ewald Lienen. Bruno Petzai, dann dieser Querschläger von Bruns, der ansonsten eine fehlerfreie Partie als Libero spielte. Aber Eckstoß und den tritt Uwe Reinders. Und Sude stößt hier Völler um, für mich ein klares Foul. Man hätte durchaus Elfmeter geben können, aber Herr Brückner aus Darmstadt hatte andere Pläne. Er wollte wohl den Spielfluss nicht unnötig unterbrechen. Werder jetzt zunehmend stärker.
Die Mannschaft besann sich endlich auf ihre spielerischen Fähigkeiten. Sie ließ den Ball laufen und Torwart Sude stand nun immer häufiger im Blickpunkt. Sitka, der ein gutes Spiel machte, dann Kapitän Möhlmann. Völler schön direkt gespielt, Uwe Reinders, der heute glücklos im Abschluss war. So langsam waren an die 65 Minuten gespielt. Gladbach richtete sich allmählich darauf ein, das Unentschieden zu halten, doch die Gastgeber verstärkten den Druck. Ein Foul von Hannes an Neubart, klare Entscheidung, Freistoß. Wieder vier Bremer beieinander, das alte Verwirrspielchen, doch dieses Mal entschließt sich Reinders dann direkt zu schießen. Und auch hier der Ball wieder nur um Zentimeter am Tor vorbei. Auf der Gladbacher Bank wurde Jupp Heynckes allmählich unruhig, seine Mannschaft jetzt fast nur noch in der Defensive. Und da lief sie natürlich Gefahr, dass sie sich ein Tor einfangen könnte. Neubart, das ist der Treffer. In der 69. Spielminute das 1:0. Für Werder Bremen. Das sehen wir noch einmal in der Zeitlupe. Schön direkt gespielt. Der Pass von Rudi Völler. Neubart löst sich von Hannes und dann mit dem linken Fuß ins Tor. Sein 6. Saisontreffer. Eine gute Ausbeute, wenn man bedenkt, dass Neubart oft erst später eingewechselt wird. Nach dem Treffer kam Kriens für Kraus. Ein Wechsel, der insgesamt ohne Wirkung blieb. Aber Gladbach musste nun kommen nach dem Rückstand und die Mannschaft versuchte es. Schön gespielt hier von Matthäus, dann wird er von Petzai regelwidrig gebremst. Es war vor der Strafraumgrenze, darum also Freistoß und kein Elfmeter für Gladbach, auch wenn Ewald Wien hier links am Bildrand es nicht fassen kann. Matthäus, der Schuss bleibt in der Mauer hängen. Wieder einmal eine Möglichkeit für Gladbach, die vertan wurde. Otto Rehhagel versuchte es zwischendurch mit Zeichensprache. Es schien, als hätten seine Spieler ihn verstanden. Sie spielten zumindest nicht auf Halten des Ergebnisses. Wieder Bruns. Und Otten, der da so etwas wie einen Befreiungsschlag versucht. Aber aus dieser Aktion entwickelt sich eine gefährliche Szene für die Bremer. Das ist Möhlmann, spielt zu Meier. Direkt hineingegeben, Rudi Völler mit dem Kopf. Das 2:0 nach 79 Spielminuten. Ein herrlich herausgespielter Treffer. Man sagt ansonsten, die Bremer machen viele Tore nur durch Standardsituationen. Heute haben sie das Gegenteil gezeigt. Meier schaut noch einmal, wo Völler steht. Und dann geht der hinunter und hat natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball vom Innenpfosten hinter die Linie springt. Gladbach mit einem letzten Versuch, aber die Partie war gelaufen. 2:0 gewann Werder Bremen. Es war ein ziemlich mühsamer Arbeitssieg, als Schiedsrichter Brückner abpfiff. Doch die Bremer sind damit nun schon seit 32 Spielen im Weserstadion ungeschlagen und sie haben den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Allein das zählt, wird Otto Rehhagel sagen, und recht hat er damit auch noch. Der Vizemeister des Vorjahres also ganz dicht dran. Wir zeigen Ihnen die Tabelle gleich, denn nun